Hallo Leute, seid gegrüßt, ich hoffe es geht euch gut und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Für das heutige Video möchte ich gerne ein kleines Update zu meinen Nepenthes-Sämlingen machen. Diese habe ich nämlich ausgesät vor ziemlich genau 3 Jahren. Damals hatte ich ja ein Video auf YouTube hochgeladen, wie man Nepenthes erfolgreich aussehen kann. Und das ist das Resultat nach 3 Jahren, eine Nepenthes-Jungpflanze, die gute 20 cm Blattspannweite hat. Und damals hatte ich ja das Video gemacht und habe da erläutert, dass ich 2 Samenkapseln, glaube ich, waren es, die ich über eBay aus Thailand bestellt hatte. Das ist jetzt nicht die beste Version. Ihr in Europa habt natürlich viel besseren Zugang zu frischen Nepenthes-Samen, weil da einfach auch mehr Züchter sind. Und da gibt es auch nicht so viele Probleme mit der Post, weil hier in Guatemala, ich muss dann nehmen, was kommt. Ich habe einfach mal ins Blaue geschossen, habe da auf eBay bestellt aus Thailand. Den Verkäufer kannte ich, wusste, dass es gute Samen sind, aber ich wusste halt nicht, wie schnell kommt der Samen hier an, und so war es dann auch. Das habe ich ja in dem Video erklärt, dass die Samen viele, viele Monate in der Post waren und kamen dann bei mir hier an. Und ich habe mir gedacht, naja, ich denke mal, ich werde es probieren, ich sehe sie trotzdem aus und mache dazu ein Video. Denn bei Nepenthes muss man wissen, umso frischer der Samen, umso besser die Keimfähigkeit. Das ist bei Nepenthes leider so, die Samen haben sehr wenig Nährgewebe und wenn die ein paar Monate lang rumliegen, dann verlieren die sehr stark an Keimfähigkeit. Und eine der beiden Samenkapseln ist überhaupt nicht gekeimt, das war, glaube ich, eine Tiefland-Nepenthes, auch eine Multihybride. Aber diese Samenkapsel, wo auch hier diese Pflanze raus resultiert ist, Nepenthes Boschiana X Maxima X Weichii, da sind eigentlich fast alle gekeimt, sehr hohe Keimrate. Also der hat das nichts ausgemacht, obwohl der Samen viele, viele Monate in der Post unterwegs war. Die sind trotzdem alle gekeimt, war halt sehr gute Qualität. Manchmal weiß man ja auch nicht, wie alt war denn der Samen zum Zeitpunkt des Versandes. Ja, war der vielleicht schon ein Vierteljahr alt und dann noch langer Versand. Ich gehe mal davon aus, dass das die Samenkapsel, woraus diese Pflanze resultiert ist, wahrscheinlich erstmal sehr gute Qualität war, sehr große Embryonen, die auch eine gute Keimfähigkeit hatten und dass der Samen halt auch sehr frisch war. Aus dieser Samenkapsel sind etwa 20, 25 Samen gekeimt, also sehr viele. Und ich habe jetzt noch 10 Stück da. Ich habe schon im letzten Jahr, habe ich schon, ja, viele getauscht, verkauft, habe auch ein paar verschenkt und ich habe jetzt noch 10 Pflanzen da. Davon werde ich 8 verkaufen und 2 habe ich mir schon selektiert, die ich gern behalten möchte. Ich werde euch auch gleich zeigen, wenn wir dann mit der Zoomlinse auf die einzelnen Sämlinge gehen, werde ich euch auch zeigen, welche Pflanzen ich selektiert habe und warum. Übrigens, die Pflanze gehört auch dazu, die werde ich behalten und dementsprechend habe ich jetzt von dieser Samenkapsel, wo über 20 Pflanzen gekeimt sind, werde ich jetzt 2 für mich behalten, den Rest habe ich veräußert, ja, unter die Leute gebracht, wie man so schön sagt, ne? Und ich habe ja auch in dem Video erzählt, dass es halt eigentlich, wenn man nichts dagegen hat, etwas Zeit zu investieren, hat ja 3 Jahre gedauert, bis wir jetzt so eine Pflanze haben, wenn man da nichts dagegen hat, dann ist es natürlich sehr gut, und auch sehr befriedigend, ja, Samen auszusehen und zu sehen, wie die keimen und wie die heranwachsen. Und bei solchen Sämlingen haben wir natürlich eine sehr große genetische Diversität. Und gerade wenn man so Multihybriden hat, wie jetzt hier sind 3 Arten involviert, Boschiana, Maxima und Weichii, dann kommt da natürlich auch eine sehr große Diversität bei raus, an Formenvielfalt, an Farben und so weiter und so fort. Und dann kann man natürlich dann auch selektieren und sich die besten Sämlinge behalten. Und den Rest kann man veräußern. Man muss dazu aber Folgendes sagen, wenn ihr Samen aussät, dann müsst ihr halt auch sicher, also euch bewusst sein darüber, dass ihr dann auch sehr viele Pflanzen erhalten werdet. Ja? Und da muss man natürlich auch wissen, wie wird man dann die Pflanzen, die man nicht braucht oder auch nicht pflegen kann aufgrund des Platzbedarfs, dass man die auch dann veräußert. Ja? Verschenken, tauschen mit anderen Liebhabern oder halt verkaufen. Ja? Verkauf ist natürlich das Beste, dann kann man noch ein bisschen die Sammlungskasse aufbessern für neue Zukäufe, ja. Und wie gesagt, ich habe jetzt noch etwa 10 Pflanzen da, die Hälfte habe ich schon veräußert und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal die Jungpflanzen unter der Nahaufnahme an und dann kann ich euch zeigen, welche beiden Pflanzen ich für mich selektiert habe und welche ich dann die nächsten Wochen dann veräußern werde, beziehungsweise sind schon verkauft, ein Teil davon. Weil hier finden ja auch Karnivorenmessen statt und in Guatemala sind das ganz rare Pflanzen. Also im Prinzip, die Leute schlagen sich die Köpfe ein, um sowas zu kriegen. Ja? Und deswegen ist es nicht schwer, hier die zu verkaufen. In diesem Sinne würde ich sagen, drehe ich jetzt die Kamera um und dann schauen wir uns mal die Sämlinge an. Okay? Also, los geht's.
Und da bin ich auch schon wieder zurück. Ich habe jetzt mal meine verbliebenen Sämlinge hier für euch auf den Tisch gestellt. Leider hat es eben gerade zu nieseln angefangen. Deswegen sind die Blätter auch alle jetzt nass. Ich hoffe nur, es wird nicht stärker, der Regen. Sonst fällt das Video hier ins Wasser, aber es wird schon schief gehen. Zunächst einmal sticht ins Auge, dass die Pflanzen sehr große Größenunterschiede haben. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die Keimrate unterschiedlich verläuft. Das heißt, es gibt Sämlinge, die keimen eher als andere. Ja, normalerweise mindestens 6 Wochen dauert es in der Regel, bis die Samen keimen. Manche keimen aber auch erst nach 3 Monaten. Und dann haben natürlich die Sämlinge, die besonders schnell keimen, natürlich einen Wachstumsvorsprung. Und das kann man natürlich hier sehr gut sehen. Das ist eigentlich hier die Pflanze, die ich eben gerade auch in der Kamera hatte im Intro. Die hat 20 cm Durchmesser und das war wahrscheinlich auch die am ersten oder eine der ersten war, die gekeimt ist und die ist abgegangen wie Schmidts Katze. Und hier daneben mal eine etwas kleinere, also da reden wir wirklich von dreifacher Größe. Die ist locker 3-mal kleiner als die andere. Und was wir auch sehen können ist bei den Sämlingen, dass die unterschiedlich ausschauen. Zum Beispiel hier haben wir einen sehr grünen Sämling und der ist um einiges grüner als jetzt seine Schwester. Wenn man das hier mal sieht, wie viel Farbe dieser Sämling hier im Laub hat. Auch diese, die sogar noch mehr. Wenn wir die mal nebeneinander halten, dann kann man das sehr gut sehen, wie da der Unterschied ist. Und diese Pflanzen, die stehen alle auf dem gleichen Tisch, kriegen gleich viel Sonne, kriegen das gleiche Substrat, gleich viel Wasser. Also das hängt nicht mit den Lichtverhältnissen zusammen. Die ist einfach genetisch grüner. Wobei ich sagen muss, dass diese Kreuzung, also Boschiana mit Maxima Weichii, dass die generell sehr farbenfroh ist in den Blättern. Also ich habe hier sehr viele gesehen, die mit einem frischen Blatt, also wenn das frische Blatt kommt, dass das so von Orange bis nach Burgunder geht. Ja. Und auch hier kann man sehen, dass das neue Blatt ein bisschen Farbe hier hat am Rand. Kann man das vielleicht so sehen, das ist nicht reingrün. Und das ist ein Sonnenschutzmechanismus. Das machen sehr viele Nepenthes, aber nicht alle, dass die wenn das neue Blatt kommt, ist dieses Blatt pigmentiert und hat eine sehr dunkle Farbe und mit der Zeit wird es dann grün. Ja? Ihr seht ja auch hier das neue Blatt, das ist hier sehr schön burgunder gefärbt und dann die alten werden grüner. Und wie gesagt, das ist nicht bei allen Nepenthes so, aber bei diesem Hybride kommt das sehr stark raus. Hier haben wir auch mal eine, die ist auch sehr grün. Auch von der Blattform leicht unterschiedlich. Es gibt welche, die sind ein bisschen runder vom Blatt her. Zum Beispiel die hier. Und dann gibt es welche, die laufen sehr spitz zu. Könnt ihr das hier sehen? Diese Hybride, die meisten haben Streifen. Hier können wir das mal sehen. Hier können wir im Peristom sehen, die Streifen. Der Kannenkörper ist bei fast allen gleich, dass sie dieses typische Maxima-Muster haben. Diese länglichen rötlichen Flecken und im Peristom haben wir hier eine ganz leichte Streifung, die wir sehen können. Ich zoome mal ein bisschen ran. Könnt ihr es erkennen, hier die Streifen im Peristom? Nehmen wir mal hier eine andere. Die ist ein bisschen kleiner, aber auch kann die Streifen erkennen. Und das kann ich eigentlich sagen, dass es eine Hybride ist, die mit hoher Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich viele Streifen hat und auch sehr farbenfroh im Laub ist. Und dann müssen wir halt mal gucken, welche Elternteile sich mehr durchsetzen. Bei dieser hier kann man sehen jetzt schon, dass die Boschiana hier mit ihrem langen Vasenhals, also dass die sich da wahrscheinlich hier gut durchgesetzt hat, ist ja auch 50% drinne von der Boschiana. Also hier wurde eine Boschiana gekreuzt mit einer Maxima X Weichii. Das heißt, die Pflanze hat das Genmaterial von 50% Boschiana, 25% Maxima und 25% Weichii. Und jetzt möchte ich euch auch verraten, welche beiden Pflanzen ich selektiert habe, die ich behalten werde. Das ist zum einen die hier und die andere. Fangen wir vielleicht mal mit der hier zuerst an, warum ich diese Pflanze unbedingt behalten will. Zum einen habe ich ja gesagt, ich finde dieses Farbspiel sehr schön, wenn die neuen Blätter kommen. Und dieses Blatt ist schon ein bisschen älter, es ist schon ausgerollt, eine gute Woche, deswegen hat es schon wieder an Farbe verloren. Nur wenn die ganz frisch aufgehen, haben die diese Farbe und die hat eine richtig schöne orangene Färbung, wenn das Blatt jung ist. Und jetzt sieht man ja schon, wie es ein bisschen nachgrünt und die alten Blätter werden dann ganz grün. Zum einen finde ich das sehr schön, dieser intensive Orangefarbton.
Und zum anderen ist das auch die einzige Pflanze oder die Pflanze mit der stärksten Streifung. Hier kann man das vielleicht mal ganz gut sehen. Die hat sehr gut abgegrenzte, intensive Streifen, die auch sehr dick sind. Ich versuche mal hier ran zu zoomen. Hier kann man das sehen, wie intensiv die Streifen sind, sehr gut abgegrenzt. Und auch ein schönes, knalliges Magenta-Rot. Also das ist natürlich was, was ich mag bei Hybriden, wenn wir so einen schönen Streifen haben. Das muss natürlich nicht heißen, dass die anderen, die sind noch sehr jung, die werden, wenn sie älter werden, noch die Streifen intensivieren. Weil so eine hier, die hat ja jetzt schon Streifen, das heißt, wenn die älter wird, werden diese Streifen auch noch besser werden. Aber bei dieser hier, die war auch schon vor einem Jahr wesentlich besser gestreift als die anderen. Ja? Die hatte also schon vor einem Jahr diese intensiven Streifungen, die so gut abgegrenzt waren. Und das hat sich jetzt nur noch verbessert. Deswegen gehe ich davon aus, dass dieser Sämling hier besonders gut ist im Hinblick auf die Streifen und natürlich hier diese wunderschöne orangefarbene Färbung des ersten Blattes, wenn es dann ganz frisch öffnet. Das war meine erste Pflanze, die ich auf jeden Fall behalten werde. Und die zweite, die ich behalten werde, ist diese hier. Das ist ja die Pflanze, die ich im Intro schon gezeigt habe. Und hier haben wir jetzt bei Weitem nicht so eine Streifen. Also dieses Peristom kann man ja hier erkennen. Das ist rötlich. Man kann zwar auch Streifen erkennen, aber das verwischt. Das geht dann eher in so ein Boschiana-Peristom über, was ja sehr dunkel ist, ja. Die Streifen, die werden eher von der Weichei kommen, ja, und hier können wir sehen, das Peristom ist wirklich anders, ja. Ist ganz anders, auch die Form ist relativ Boschiana-mäßig, aber was mich an dieser Hybride hier überzeugt hat, zum einen ist der Farbton des neuen Blattes anders, es ist mehr so ins Burgunder rein, nicht so orange wie bei der. Das finde ich auch sehr schön, diesen Burgunder-Farbton. Aber hier habe ich nicht nach Streifen selektiert, sondern nach Wüchsigkeit. Weil ihr solltet nicht nur nach äußeren Merkmalen, wie zum Beispiel guter Bestreifung oder Ausfärbung und solchen Merkmalen achten, sondern auch auf Wüchsigkeit und Robustheit. Jetzt fängt der Nieselregen wieder stärker an, ja. Aber das kriegen wir schon hin. Und hier ist es halt so, dass diese Pflanze halt die wüchsigste von allen war, hat ja auch den mit Abstand größten Durchmesser mit etwas über 20 cm. Das heißt, wir haben es hier mit einer sehr wüchsigen, guten Pflanze zu tun, die sehr gesund ist und das ist definitiv auch ein Merkmal, worauf ihr selektieren solltet, weil die Pflanzen, die vielleicht jetzt so langsam sind, warum sind die so langsam? Es hat immer auch einen Grund, ja, die sind nicht so wüchsig, die haben vielleicht auch nicht so viel robuste Gene, die die Pflanze einfach widerstandsfähiger gegen Schädlinge und so weiter machen und dementsprechend äußert sich das halt in einem langsameren Wachstum und bei dieser Pflanze muss ich ganz klar sagen, die habe ich aufgrund ihrer Wüchsigkeit selektiert und weil ich auch diesen Burgunder-Farbton, wenn das Blatt ganz frisch aufmacht, weil ich den auch ganz toll finde. Und das waren jetzt meine beiden Kriterien, warum ich diese beiden Pflanzen behalte und die anderen jetzt quasi verkaufe. Das heißt natürlich nicht, dass diese Pflanzen in irgendeiner Weise schlechter sind. Es ist einfach so, im Gartenbau wird immer selektiert. Man sucht sich halt immer die besten aus. Und es ist halt so, wenn man aussät, dann bekommt man halt sehr große Vielfalt und man kann sich halt das aussuchen, was man möchte. Und man kann auch auf dieses Ziel hinzüchten. Ja? Also wenn jetzt einer sehr viele Streifen haben möchte, dann nimmt er halt zwei Elternpflanzen, die sehr viele Streifen haben, die sehr sehr farbenfrohe Streifen haben, die auch gut abgegrenzt sind und kreuzt die miteinander, weil man halt Nachkommen haben will, diese Streifen haben, ja. Und in dem Fall, da es ja Schwestern sind oder Brüder, noch wissen wir das Geschlecht nicht, das werden wir erst wissen, wenn sie blühen. Nepenthes sind ja zweihäusig, das heißt, eine Pflanze ist immer entweder männlich oder weiblich. Und das wissen wir jetzt noch nicht. Die werden wahrscheinlich erst in 2-3 Jahren blühen. Wie gesagt, sind jetzt 3 Jahre alt. Wenn sie hier relativ zügig wachsen, ich denke mal, die hier könnte in 3 Jahren blühen, da sie ja offensichtlich ein sehr wüchsiger und ja, sehr robuster Sämling ist, ja. Und das ist jetzt aber erstmal nicht so wichtig. Auf jeden Fall behalte ich jetzt diese beiden und die werden veräußert. Wobei ich mir noch überlege, dieser hier gefällt mir auch sehr gut, weil er auch sehr dunkel ist. Das könnte auch sein, dass ich mir den hier auch noch behalte, weil der ist wirklich besonders dunkel, ja. Hier kann man leider noch nicht sehen, ob er Streifen haben wird oder nicht. Aber
Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist, ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich werde jetzt mal die Kamera ausmachen, weil der Regen nimmt langsam doch ein bisschen zu. Und damit ich mir jetzt hier die Kamera nicht verhunze, würde ich sagen, let's call it a day und bis zum nächsten Mal. Euer Carsten.